Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zum Urteil des ersten Browserspiel, das wir in den Entscheidungsshows hatten. Denn es ist nämlich Sion Caron Wars. Keine Ahnung, wie man das überhaupt ausspricht. Und ihr seht jetzt mein Desktop, denn es läuft eigentlich nur so ab. Genau. Wir gucken uns mal die Homepage an, die ist eigentlich recht nett gestaltet, wenn man das mal so sieht. Einfach auf Play Now, dann öffnet sich natürlich das Fenster und ihr habt gerade eine Sprache gesehen, ihr habt, die ihr wahrscheinlich nicht so seht in den MMORPGs, denn es ist von türkischen Entwicklern gemacht, dieses Spiel, und ich muss mal sagen, Hut ab, ihr Türken, darf man das sagen, ohne dass es irgendwie böse klingt. Das Spiel ist wirklich nicht schlecht, ihr habt da echt wirklich was Gutes auf die Beine gestellt. Und ich habe zwei Accounts. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das Spiel nicht spielt und wie man spielen sollte. Ja. Warte mal, da müssen wir erstmal uns natürlich einloggen. Denn es gibt eine gewisse Cash-Währung, wo ihr wirklich rasant weit, ja, rasant vorankommt. Und ich habe wirklich da nur Einheiten gebaut, nur Einheiten gebaut. Jedoch habe ich nicht bedacht, hey, die Einheiten brauchen ja auch Ressourcen. Ja, und die sind dann nach und nach krepiert nach einem Tag und ich habe mich gewundert gehabt, warum das eben so abläuft. Und habe denn jetzt wirklich sowas von verschissen in dem Spiel mit dem Account, dass ich da wirklich auf keinen grünen Zweig mehr komme. Deshalb habe ich eben einen neuen Account erstellt. So, zack, ja, wie wir mal sehen, hier ist hier fast gar nichts mehr vorhanden. Oh, meine 1000 Einheiten sind fertiggestellt worden. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch in der Allianz bin, aber ich bin, beziehungsweise ich war in der größten Allianz, die es zurzeit auf diesem Server gibt. Natürlich türkische Mitspieler. Und wir werden den Sound mal ein bisschen leiser stellen, aber der hört sich. Warte mal. Lade. Ah, sehr schön. Den machen wir mal ein bisschen leiser. Oh, ein bisschen. Okay, jetzt wäre er ganz aus. So, also hier, ich bin zurzeit Rang 6 und es läuft wie folgt ab. Wie erkläre ich euch das Spiel am besten? Genau, ihr könnt ganz oft Commander Hunt machen, das heißt einfach, ihr werdet gegen Gegner kämpfen. Solltet ihr das erfolgreich geschafft haben, bekommt ihr eine Main Quest und könnt dadurch natürlich höheren Rang erreichen, mehrere Einheiten produzieren, ihr bekommt dann auch mehr Stahl, also Ressourcen etc. pp. Und wer wirklich hier auf diese Cash-Währung setzt, auf diese Psy-Lira, der kommt sehr schnell voran, ist auch eigentlich recht billig, wenn man das mal so guckt, 2,50 € gibt 20.000 von diesen. Ihr fangt an, also das Spiel gibt euch 10.000 am Anfang, ist eine gute Starthilfe, um wirklich euch mit Platinum, Stahl und Ankh voll zu bomben, damit ihr eben eure Gebäude erweitern könnt. Hier habe ich das natürlich falsch gemacht gehabt. Ich habe da wirklich nicht viel dran gesetzt. Hier habe ich gerade mal das auf Level 1 und 3 und habe dafür eigentlich nur eine Armee gebaut gehabt. Hier 2000 und noch irgendwas, die würden mal eh krepieren. Und wir loggen uns mal ganz kurz mit dem. Ah, hier. Ja, Selam, Ares, Naba. Ja, sind alles türkische Mitspieler, die natürlich aber auch wirklich Deutsch können. Müssen wir mal kurz nochmal schließen, um uns denn einzuloggen mit meinem Account. Ansonsten ist das Spiel, wenn man es richtig spielt, nicht so wie gerade mit meinem Account, nur schnell machen, schnell machen, schnell die Cash-Shop-Währung ausgeben, dann ist das doch ein Spiel, wo ihr raufklickt und wartet. Entering. So, müssen wir uns jetzt nochmal neu einloggen. Dauert ein bisschen. So, zack. Ah. Zocken YouTube, Rang 3. Und das ist wirklich da, wo ich mir wirklich ein bisschen Zeit genommen habe. Ihr klickt oft an Gebäuden an und erweitert denn diese. So, zack. Wie zum Beispiel, okay, es lädt gerade noch. Genau. So, hier könnt ihr, hier habe ich es ein bisschen richtig gemacht. Hab da, das ist auf Level 6, auf Level 4 schon.
Und wir werden jetzt einfach mal zusammen eine Mission machen, damit ihr mal seht, wie das alles abläuft. Also es läuft ab mit Hextech-Feldern. Ja, ich glaube, die nennt man so. Ja. Da könnt ihr dann nämlich die Einheiten steuern. Wir gucken mal, was die Mission jetzt bringt. So, wir haben eine Main-Quest. Müssen wir nochmal gucken, was wir da brauchen. Wir brauchen 235 Einheiten. So, das machen wir mal ganz schnell. Ihr könnt natürlich das auch sinnvoll machen und euch dann wirklich Bogenschützen holen oder eben die Legionäre hier. Was ich aber rausgefunden habe, was wirklich am besten ist, wenn ihr nicht gegen andere Spieler kämpft, ist einfach, dass ihr das Maximum an Legionäre baut. Dann habt ihr nämlich eine Stammeinheit mit 235 Leuten und ihr basht damit eigentlich alles nieder, was es gibt. Solltet ihr das irgendwie splitten oder sowas, hat natürlich der Bogenschütze nicht sein ganzes Potenzial dort. Und ja, so geht's eigentlich am schnellsten, um diese Quest zu machen. Also ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber bei mir hat's am besten so funktioniert. Ihr habt natürlich auch einen Commander, ja, den könnt ihr natürlich auch ausrüsten mit gewissen Gegenständen. Hier seht ihr dann zum Beispiel eure Hornhautpunkte. Die könnt ihr einsetzen, um Ballistik aufzubauen, also Geschütztürme, wenn ihr mal eine andere, ja, ein anderes Dorf oder eine andere Festung angreifen wollt, etc. pp. Könnt ihr recht viel machen. Wir werden erstmal gucken, was wir hier nochmal schnell ausbauen können in den paar Minuten. Was haben wir hier? Da bräuchte ich Rang 4. Ah, 30 Minuten. So lange möchte ich die Aufnahme jetzt nicht machen. Ihr könnt natürlich auch Items kaufen, wie hier schon erwähnt, mit gewissen Stats. Müsst ihr eben gucken, auf was er eben spielt. Und reparieren könnt ihr natürlich auch. Also ist eigentlich alles mal recht nice gemacht. So, wir werden jetzt unsere Armee noch ein bisschen aufbauen. Was hat gesagt? 200, machen wir mal 250 Einheiten von denen. Geht eigentlich recht schnell. Ah, 4 Minuten. Okay, gut. Müssen wir jetzt noch die 4 Minuten ein bisschen hier mal erfüllen. Ja, was kann man denn sonst noch sagen? Natürlich gibt es die gewisse Arena, da müsst ihr 100 Einheiten eben machen. Müsst ihr gucken. Also ich hatte einen, der hat immer 5-5-5 gemacht, also von den Legionären und die anderen Bogenschützen. Bis ich überhaupt rankam, war ich schon tot, weil ich eben nur auf die Legionäre gesetzt hatte. Was natürlich falsch ist. Ihr könnt noch zwei weitere Einheiten bauen. Das ganze Spiel befindet sich auch in der Beta erst. Also da wird noch recht viel gefixt vom Balancing her, weil da stimmt einiges nicht. Was aber sehr genial ist, ist wirklich der Soundtrack. Der ist bombastisch für ein Browser-Game in der Art und Weise. Ja, und von Türken, nicht böse gemeint, ist das wirklich ein sehr gutes Spiel. Was aber schade ist, ist, dass ihr wirklich, wenn ihr nicht viel Zeit investieren wollt in so ein Browser-Game, ja, mit Ausbauen, was ja immer so jetzt 35 Minuten, 40 Minuten dauert, etc., dann müsst ihr wirklich auf diese Zeitlevel bauen. Ja, das ist eben hier diese Cash-Shop-Währung. Aber der Preis ist recht human und irgendwie muss sich das ja auch finanzieren. Und deshalb, ja, man ist zwar overpowered in der Hinsicht, weil man schnell vorankommt mit dieser Cash-Währung, aber man braucht sie nicht unbedingt. Ja, ein Browser-Game, denke ich mal, da geht man eh ran, hey, das spiele ich eh länger, das ist eh anklicken und warten. Und werden wir jetzt noch mal ganz kurz warten. Was kann man hier denn noch gucken? Ja, es gibt natürlich ein Help. Ja, Arena habe ich euch schon gezeigt. Die Quests natürlich. Es gibt dann noch Kompanien-Quests, die sind recht knifflig. Und da gibt es noch eins. Das sind die gewissen Guild-Quests. Die sind recht nice. Dort bekommt ihr diverse Items. Die könnt ihr natürlich dann auch verkaufen, um natürlich auch wieder schnell am Platinum zu kommen. Und da bekommt ihr auch gewisse Punkte dafür. Und könnt ihr da, ihr werdet dann immer mal wieder zurückgestuft und könnt ihr dann neu machen. Ja, machen wir erstmal ein kurzes Break, bis die 4 Minuten da vorbei sind. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt haben wir nur noch 30 Sekunden und was ich euch noch sagen möchte, ihr könnt dies natürlich alles beschleunigen, indem ihr auf diesen Button hier klickt und dann gibt ihr auch noch gewisse Psy-Lira aus. Das ist aber nicht jetzt unbedingt notwendig, wenn ihr wirklich Zeit habt. Und wir haben es auch gleich fertig. Denke ich mal. Ich hoffe es mal. Na los. Ja, super.
Die sind jetzt fertig und wir werden jetzt einfach mal die Mission machen. Und es, ihr seht, es kostet ganz schön viel. 250 Einheiten. Ihr werdet irgendwann Quests haben. Also so war es mit meinem Rang 6, dass ihr da 4500 Einheiten braucht. Also ihr müsst ordentlich Geld scheffeln. Natürlich bringen diese ganzen Erweiterungen, die ihr hier machen könnt, bringen euch dann per Stunde, wie es hier sieht, 197 Angst. Oder eben hier Platin ist eigentlich mal recht nice. Machen wir mal hier einfach weiter, 37 Minuten. Denn ich werde dieses Spiel so etwas weiterspielen, immer mal wieder was anklicken, was bauen und dann eben meine anderen Spiele weiterzocken. Aber wir werden jetzt einfach mal die Einheiten. Wie viel brauchen wir denn da jetzt nun? Jetzt habe ich da wieder nicht aufgepasst. So, Quest. Continue, yes. 235 brauchen wir, also 200. 1 Legionäre werden wir da noch dazu tun und wir starten einfach mal das Battle. Start Battle. Ja, wie ich das gesagt habe, hier in so einen Feldern, ihr habt gewisse Movement-Punkte, Aktionspunkte, aber das ist eigentlich recht einfach. Oh, ich habe leider die Kampfanimation ausgeschaltet, weil es dann schneller geht. So, die Einheiten, alles 70, aber wir können das jetzt, glaube ich, noch schnell mal einstellen. So, Battle Animation, alles an hier. Und Storm the Front. So, jetzt ist der Gegner eben Anzug. Es sieht eigentlich recht nice aus für ein Browser-Game. So, jetzt können wir erstmal angreifen. Würden wir sofort 70 töten. Euch wird nämlich hier angezeigt, wie viel Schaden ihr macht. Ihr macht 29.845 Schaden. Ja, und tötet sofort alle Einheiten. Was auch noch stehen würde darunter, wäre zum Beispiel irgendwas in Rot. Das heißt, er macht einen Gegenangriff. Wird er jetzt hier nicht machen und sofort sterben. Wir werden unsere Defense ein bisschen erweitern, denn er greift jetzt hier an. Hoffe ich mal. Ne, hat er doch noch nicht. Doch, jetzt greift er an. So, wir haben jetzt einen Gegenschlag gemacht gehabt, weil die machen immer einen Gegenschlag und haben 13 Einheiten verloren bei dieser Attacke von den Gegnern. So, zack. Ja, sechs Dinger, also wir werden eh immer Einheiten verlieren, deshalb ist das nicht so schlimm. Aber so geht's eben am schnellsten, wenn ihr wirklich arschviele von einer Einheit baut. Das Maximale. So, das. Bam. So, wenn wir jetzt wieder sieben Dinger, also wir sind doch recht gut. Wir haben nur, was, 26 Einheiten verloren. Jetzt wird abgerechnet. Hier wird nochmal, was wir eben eingesetzt haben, was wir equipped haben. Zack, wie viele Units wir verloren haben. Nee, was für Stats wir haben, Entschuldigung. Das könnt ihr natürlich auch skillen in Wissen, in Assault, also Stärke, in Defense und in Taktik. So, jetzt bekommt ihr eben Ressourcenpunkte. Ja, 168.000 Platin bekommt ihr eigentlich recht viel. Wir bekommen mehr Dorfeinwohner, noch ein bisschen Stahl. Hornerpunkte auf alle Fälle sind immer recht nice. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen talken. Please continue. Ja, gut, okay. Also das lese ich mir nicht so durch. Victory, super. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir so eine Kampagnenquest. So, jetzt haben wir sogar einen Rang ab. Ja, das ist also mal sehr schön. So, machen wir natürlich alles hier rein. Und werden wir mal gucken, diese Kampagne. Wie viel brauchen wir denn da? Dauert das zu lange? 400. Na gut. Wollen wir das noch machen? Ich denke mal nicht, das reicht erstmal. Wir haben schon echt viel gelabert. Schon seit 13 Minuten, 14 Minuten. Und ja, das Spiel ist auf alle Fälle ein Blick wert. Es ist wirklich ein geniales Browser-Game von den türkischen Machern. Die Community ist wirklich sehr nett. Ja, ihr könnt da ruhig in Englisch das mal vollspam Fragen stellen. Könnt ihr auch mal versuchen, ob jemand da aus Deutschland kommt oder sonst irgendwas. Aber saugt es euch einfach mal, ist die Beta. Wahrscheinlich werdet ihr dann noch belohnt, dass ihr eben an der Beta teilgenommen habt. Also ist echt genial. Der Soundtrack ist gut. Die Grafik ist auch sehr schön für ein Browser-Game. Und das Spiel bekommt von mir eine 2. Obwohl der Cash-Shop da ist, ja, und man da extrem schnell vorankommt. Aber ansonsten echt geniales Spiel. Eine 2 hat's verdient. Werther 1, 2, 3 oder so hat's richtig erraten. Er bekommt natürlich einen Epic Point. Und wir sehen uns die Tage zur Entscheidung des Buchstaben D. Ich wünsche euch noch was. In dem Sinne, euer Zuhaken. Und ich muss jetzt erstmal was trinken, denn ich habe nämlich dann schon schnell gesprochen. Und sehr viel. In dem Sinne, euer Zuhaken. Tschüssi!